Die Dinge schrumpfen zumindest. Aber ob das jetzt wirklich so richtig glücklich mich macht, das weiß ich noch nicht. Ich habe halt nicht mehr viel Zeit, also... okay, und was? Tabak. Tabak ist halt wirklich einfach komplett für die Tonne. Und Kakao übrigens auch. So, habe ich hier noch Kakao? Ja, habe ich noch. Das heißt, wir können hier nochmal ein Schiff bauen. Wobei ich das jetzt erstmal mir sparen würde. Und lieber mal nach dem Schiff schauen wollen würde. Das noch Kapazitäten hat, zum Beispiel dich. Dann kannst du hier mal Kakao einsammeln. Der pendelt dann wechselnd, das weiß ich, aber immerhin. So. So. Super. Aber wir sehen schon, also ich werde definitiv pleite gehen. Das klappt jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt natürlich anfangen, wirklich ganz massiv Kosten zu sparen. Indem ich versuche, wirklich alles abzureißen, was irgendwie Kosten erzeugt. Und ineffizient ist. Irgendjemand scheint hier nicht wirklich vernünftig... Ach so. Ja, das war wieder falsch. Da will ich natürlich hier hin. Will hier sein Kakao. Kakao. Dann gehen wir hier wieder zurück. Also, wie gesagt, wir stellen uns eigentlich darauf ein, dass wir jetzt pleite gehen. Ausladen. Zack. Ausladen. Und dann sagen wir mal, leg mal los. Also wie gesagt, das halten wir nicht durch. Da so schnell kriegen wir das Problem nicht gewuppt. Wie gesagt, also eines der Hauptprobleme ist ja einfach wirklich wieso kannst du nicht schmiedieren? Weil das eine Werkzeugschmiede. Ah, ja, und weil wir schon genug Werkzeuge haben. Nee. So, also eigentlich müssen wir das jetzt gar nicht mehr groß machen. Eigentlich können wir direkt nochmal neu starten. Ich würde halt gerne diesen Pleite-Modus noch mitnehmen. Und wir können auch mal ein bisschen versuchen, hier oben gibt es Alkohol, hier gibt es Lebensmittel, hier gibt es Alkohol und Lebensmittel. Das ist unsere Hauptstadt, da sind Lebensmittel. Lebensmittel, Lebensmittel. Alkohol, Alkohol, Lebensmittel. Kakao. Okay. Und die Sache mit dem Tabak ist halt kritisch. Die Stoffe und die Wolle, die brauchen wir als erstes erstmal nicht. Das Wichtige ist wirklich, dass wir Lebensmittel besorgen. Weil ohne Lebensmittel sterben uns die Leute weg. Dann ist das nächste Wichtige, dass wir die Steuer runtersetzen, bis wir eine Grundversorgung sichergestellt haben. Ja, also... Wie gesagt, wir sind momentan im Minus, aber das halten wir nicht lange durch. Also ich dachte eigentlich, das gibt immer gleich relativ fixen Bankrott. So. Aber wie gesagt, es waren am Anfang zu viele Eindrücke, deswegen würde ich sagen, fangen wir diese Karte neu an.
Ich würde jetzt wirklich gerne den Bankrott einfach abwarten. Der kommt, da mache ich mir keine Sorgen. Was mich halt wirklich ein bisschen irritiert, ist, dass wir einfach komplett keinerlei wie heißt denn das? Komplett keinerlei Tabak haben. Das finde ich extrem irritierend. Da haben wir Tabak 50%. 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 Und hier haben wir Kakao 100%. Da unten ist auch nicht. Da sind Gewürze. Auch nicht. Und auch nicht. Es gibt auf dieser ganzen Karte keinen Tabak. Gut, dann verkaufen wir hier mal Lebensmittel. Okay, und dann würde ich hier mal noch ein paar Hütten hinsetzen. Okay, da waren wir einfach nicht schnell genug, würde ich sagen. Und wie gesagt, also das ist einfach keine Chance mehr. Und sind zu viele Bürger weggestorben. Deswegen müssen wir einfach direkt neu anfangen. Also da. Und ich habe dann auch nicht schnell genug gesagt, okay, hey, wir bauen die wieder auf. Die sind uns einfach zu schnell verhungert. Das heißt, es ist wirklich am Anfang ganz wichtig, Lebensmittel rankarren. Weil den Mangelbedarf, den überstehen sie. Das ist nicht so das Ding. Dann stufen sie sich halt runter, aber sie verhungern nicht. Okay, also. Lektion, Lebensmittel rankarren, Ding ausdünnen, Schiffe bauen, Kanonen bauen, 10, 15 Schiffe bauen, Piraten platt machen, friedlich neu aufbauen. Ich meine, von den Piraten, wie gesagt, ganz am Anfang war es ja eigentlich halb so dramatisch. Ich finde es schön, wie meine Bilanz immer mehr besser wird, aber immer noch negativ ist. Also wie gesagt, ich glaube, wenn wir minus 10.000 sind, dann sind wir bankrott. Oder minus 5.000 oder ich weiß nicht wie viel. Jedenfalls eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ja, jetzt sind wir bankrott. Hm? Ich glaube, er versucht ein Video abzuspielen und hat sich gerade aufgehangen. So, dann sagen wir doch neues Spiel, trotzdem in der besten Liste natürlich. Neues Spiel, Spiel starten. Wählt euer Banner. Und wir legen nochmal erneut los. Eure Stadt wächst und gedeiht. Und dann würde ich hier nochmal direkt sagen, hey, geh mal dahin, lad mal die Kanone aus. So, dann würde ich zu dir direkt sagen, geh mal dahin. Und dann würde ich jetzt zu dir hier sagen, zack, einmal hier bitte und einmal Lebensmittel. Lebensmittel. Feindliche Schiffe attackieren eure Niederlassung. Hier Lebensmittel. Lebensmittel. Dann einmal hier bitte. Zack. Lebensmittel ausladen. Zack. Lebensmittel ausladen. Und jetzt los. Schiffe feuern auf eure Siedlung. So, eure Siedlung wird beschossen. 50 gehen. 50.
50. 50. Lebensmittel raus. Lebensmittel raus. Schiffe feuern auf eure Siedlung. So, bitte hier friedlich bleiben. So, dann will ich dich auch weghaben. Und dich will ich weghaben, dich will ich weghaben, dich will ich weghaben, dich will ich weghaben. Dich will ich weghaben. Dich will ich weghaben. So. Kannst du hier... Dich weg, bitte. Dich weg, bitte. So. Die Kanonen, die will ich alle ausladen. Okay. Dann würde ich mal sagen, du... Du hast ja jetzt keine Kanonen mehr, das heißt, du kannst jetzt eigentlich hier runtergehen. Und da wären das Stoffe und Lebensmittel. Was haben wir hier? Hier haben wir Kakao. Kakao. Und dann können wir hier wieder zurück und sagen, Lebensmittel ausladen, Stoffe ausladen und Kakao ausladen und Kakao ausladen. Los mal. So, was können wir bei dir sagen? Bei dir wollen wir ja jetzt auch irgendwie sowas machen. So, da sind wir dann bei Gewürzen. Und Gewürzen. So, das wäre die Insel hier unten einfach wirklich. Können wir hier noch rüber? Ja, komm, hier können wir auch noch sagen. Kakao. Und Kakao. Dann sind es hier... Gewürze ausladen und Gewürze ausladen und zack, Kakao ausladen und Kakao ausladen. Und dann düst mal los. So, und dann würde ich zu dir hier mal sagen, du holst dir bitte den Alkohol. Kakao ist Mangelware. Ja, das ist jetzt halb so wild erstmal. Dann holst du hier, was? Da. Alkohol und Lebensmittel. Und dann geht es hier Alkohol und Alkohol und Alkohol und Lebensmittel. Dann gehst du mal los. Und bei dir können wir jetzt noch sagen... Zack. Kakao. Wieso hast du so viel Stoffe? Und Stoffe. Und hier sagen wir... Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Und Stoffe. Ausladen, ausladen. Los geht's. So, müsste jetzt nicht langsam mal meine Nahrung zurückkommen? Es fehlt an Tabakwaren. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall ein besserer Start. Gesichert. Deswegen speichern wir das mal. Und dann würde ich hier dich mal ausladen, dich mal ausladen, dich mal ausladen. Du bist noch da. Kanonen würde ich wieder zurück tun. So wollte ich das. Ausladen, dich und dich.
Ey, dich. So, und dann würde ich jetzt hier mal wieder ein Schiffchen bauen. Es fehlt an Gewürzen. Es mangelt an Alkohol. So. Es ist okay. Jungs, es ist halb so wild. Gut. Wo sind denn die Lebensmittel jetzt? Habt ihr viele mehr? Nee, habt ihr nicht. Euer Volk hungert. Kakao ist Mangelware. So. Da sind noch Lebensmittel und... Da sind noch Lebensmittel. Ich frage mich, wie er das davor überhaupt geschafft hat. Hier sind auch noch Lebensmittel. Werden die eigentlich auch abgeholt? Ich meine ja. So. So, was wir hier jetzt eigentlich einkaufen können, wären Lebensmittel. Okay. Und was ich bei dir jetzt gerne noch machen würde, wäre... Euer Volk hungert. Ja, ich verstehe dich doch. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier sagen, nimm doch Lebensmittel mit. Und bring sie direkt hier runter. Und los geht's. So. Dann schauen wir hier nochmal. Da haben wir noch Lebensmittel, aber die sind leer. Da haben wir noch Stoffe. Die sind auch voll. Euer Volk hungert. Dann würde ich die mal verkaufen wollen, die Stoffe. Bis zu einem Bestand von 70 Tonnen. Euer Volk hungert. Habe ich verstanden. Es wird nicht besser dadurch, dass du es 15 Millionen Mal wiederholst. Euer Volk hungert. Ja, doch. Gewürze sind Mangelware. Na, immerhin. Aber mein Volk hungert trotzdem noch, ne? Ja. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele Bürger. So. Euer Volk hungert. Ja, doch. Kann das Zeug ja auch nicht schneller rankarren, als da ist. Gibt's da Lebensmittel? Nein. Gibt's da Lebensmittel? Nein. Also Karte. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. So. Das ist jetzt der Lebensmittel-Express, bitte. Also einmal hier, zack, Lebensmittel. Hier, zack, Lebensmittel. Und hier, zack, Lebensmittel. Und dann hier, zack, Lebensmittel ausladen und los geht's. So, und dann bauen wir direkt das nächste. Euer Volk hungert. Oh Mann, 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 Mann.